Für den Bau eurer Mini-Taschenlampe braucht ihr aus der Tüfteltüte den Holzspatel, die beiden Kupferbänder, eine Knopfzelle, das ist eine Batterie, das Gummiband, eine LED, also ein kleines Lämpchen und die Papierklemme. Als erstes braucht ihr den Holzspatel, den legt ihr am besten direkt vor euch und die beiden Kupferbänder. Im Kupferband ist auf der Rückseite so ein Klebestreifen, den ihr abmachen müsst. Das ist manchmal ein bisschen friemelig. Den zieht ihr ab und dann wird jeweils ein Streifen mittig auf den Holzspatel geklebt. Und das gleiche macht ihr auch nochmal auf der anderen Seite. Wieder schön mittig drauf. Als nächstes nehmt ihr die LED. Da setzt ihr sie wie einen kleinen Reiter auf den Holzspatel, sodass je ein Beinchen auf jeder Seite ist, die auch Kontakt zum Kupferband haben. Die LED befestigt ihr mit dem Gummiband. Dreimal drum wickeln, dann sollte das gut sein. Kontrolliert nochmal, ob die beiden Beinchen Kontakt haben. Und dann holt ihr die Batterie aus der Verpackung. Wichtig ist, dass ihr sie seitlich anfasst und nicht direkt auf die Flächen. Dann entlädt sich die Batterie sehr schnell. Also immer schön seitlich anfassen und dann auf das andere Ende der Taschenlampe legen. Die Batterie, die Knopfzelle, macht ihr mit der Papierklemme fest. Wenn die Klemmen so stehen, auf dieser Seite, könnt ihr sie aufdrücken, über einer Wäscheklammer und macht es fest. Kontrolliert nochmal, ob alle Bauteile Kontakt zum Kupferband haben, die Beinchen, der LED, die Knopfzelle und auf der Rückseite die Klemme mit dem Kupferband. Wenn eure Taschenlampe nicht leuchtet, dann löst nochmal die Klemme, dreht die Batterie um und befestigt sie erneut und dann leuchtet sie. Wenn ihr möchtet, dass ihr eure Taschenlampe an- und ausschalten könnt, dann löst die Klemme nochmal erneut, legt die Batterie kurz zur Seite und löst ein Stückchen von der Rückseite, auf der Rückseite vom Kupferband, schneidet es ab. Setzt auf der langen Seite mit dem Kupferband wieder die Batterie drauf und macht diese fest. Dann leuchtet eure Lampe noch nicht, denn die Klemme hat keinen Kontakt mit dem Kupferband, aber ihr könnt die Klemme wie ein Schalter umlegen, dann hat sie wieder Kontakt und das Lämpchen leuchtet. Wenn ihr das löst, dann hört sie auf zu leuchten und bei Kontakt leuchtet sie.